ist schon was Besonderes, wenn man bei so einer Firma arbeitet, die allen bekannt ist. Wenn man jemanden fragt, wo hast du eine Wohnung gefunden, dann ist es zu 99% Immobilien24. Jeder benutzt es, jeder kennt es und deswegen habe ich mich mal auf das Abenteuer eingelassen. Als ich an meinen ersten Tag herkam, war ich ziemlich nervös. Ja, also mein erster Arbeitstag war super aufregend. Ich muss gestehen, ich bin zu spät gekommen. Mein erster Tag, da hatte ich noch einen Sakko an. Machen alle neun hier. Ich wollte in ein großes Unternehmen, um mich einfach weiterentwickeln zu können. Ich wollte einfach mal ein bisschen mehr Hands-on-Mentalität in meinen Berufsalltag bringen. Ich wollte mich weiter professionalisieren. Das war gleich so, dass ich mich da sehr zugehörig fühlte. Es ist so entspannt, man braucht gar keine Angst zu haben. Was ich am meisten schätze, hier ist das Arbeitsklima. Weil ich hier rumlaufen kann, wie ich will und weil ich mich frei entfalten kann. Wir ackern viel, aber wir lachen auch viel. Wenn du dich wohlfühlst, kannst du auch du selbst sein und bekommst somit auch die beste Arbeit hin. Das soll ja auch Spaß machen und das tut's. Ich gehe gerne zur Arbeit, ja. Das Schöne an Immobilien-Scout sind eigentlich meine Kollegen. Hochmotivierte, wirklich sehr motivierte Menschen verschiedenster Couleur. Es sind eben ganz junge, es sind die Älteren dabei und es mischt sich gut. Es gibt Brandenburger und Berliner, es gibt Ausländer und Inländer. Es ist ein sehr entspanntes Miteinander. Wir wollen halt nicht so stromlinienförmig alle gleichgerichtet haben, weil dann geht auch die Kreativität flöten. Kreativ, kommunikativ. Sehr kollegial, also fast schon familiär. Hilfsbereit, innovativ, kreativ und fleißig. Verrückt. Absolut, durchgeknallt. Leute wie du und ich. Das ist eine sehr offene Firma. Also jeder, der was bewegen will, kann was bewegen, sag ich immer. Ich denke, was wirklich den Geist ausmacht, ist, dass jeder Einzelne gehört wird. Die Hierarchien sind sehr flach. Das ist also wirklich das Schöne hier. Jede Idee ist eine gute Idee. Jede Idee oder jede Innovation wird hier auch gefördert und gefordert. Und das macht einfach Spaß. Und ehe du dich versiehst, ist plötzlich die Idee umgesetzt. 500 Leute machen mit. Ich bin nicht nur so ein kleines Rädchen am Wagen, sondern ich kann halt auch mal irgendwas ins Rollen bringen. Ich bin in der Elternzeit und bin sehr dankbar darüber, dass es problemlos funktioniert hat. Es macht Spaß halt, weil es nicht so eine Ellenbogengesellschaft ist, sondern halt wirklich so ein Miteinander ist. Die Atmosphäre, nette Kollegen, nette Vorgesetzte. Der Kaffee schmeckt gut. Also der Kaffee schmeckt unglaublich gut. Das Obst, die Getränke, das Fitnessstudio. Das ist was, da finde ich für mich selber keine Ausrede, zum Sport zu gehen, weil ich muss ja nur die Treppen runterlaufen. Das Schöne ist, dass man wirklich das Gefühl hat, dass das Unternehmen in einen investiert. Es gibt hier ein reichhaltiges Fortbildungsangebot. Wissenserweiterung, Horizonterweiterung. Es gibt ja auch externe Vorträge oft hier in der Scout Lounge. Und da nutzen wir natürlich dann im Anschluss auch ganz gerne die Scout Bar. Wir haben eine Bar. Wir haben einfach eine Bar in unserer Scout Lounge. Da haben wir alle was getrunken und getanzt, da war ein DJ und das ging sehr viel länger, als ich erwartet habe und war sehr viel lustiger, als ich erwartet habe. Ich habe in die eigene Kantine getanzt, ja. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel ein Familiensommerfest, also mit allen Kind und Kegel, das war total klasse. Meine Tochter fragt mich jetzt jeden Morgen, ob ich jetzt wieder zur Hopseburg gehe. Ein Beachvolleyballturnier hatte ich jetzt erst mitgemacht. Da konnte sich eintragen, wer Lust hatte, da mitzumachen. War gut, also es hat geklappt, man hat sich verstanden. Ein Firmenlauf, ein Staffellauf. Im Lauftrikot ist halt jeder gleich und vor der Ziel- und Startlinie ist auch jeder gleich und man lernt die Leute einfach nochmal von einer anderen Perspektive kennen. Jemand, der hier anfängt, sollte in erster Linie lernwillig sein. Neugierig sollte er sein. Im Idealfall ein Querdenker. Ich mag Leute, mit denen ich diskutieren kann, weil da kommen gute Ideen raus. Teamfähig, das halte ich für sehr wichtig. Eine Umgänglichkeit, also wirklich ein offenes Wesen. Ehrgeiz, Optimismus, Humor. Wie mir das kriegt dabei gebracht. Ich glaube, man muss einfach so sein, wie man ist. Man sollte sich nicht verbiegen und dann passt es schon. Ja, weil es ist halt ein cooles Unternehmen, ne? Es ist ein toller Arbeitgeber. Das unterschreibe ich sofort. Das hat sich richtig gelohnt. Also das war die beste Jobentscheidung meines Lebens.